Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es den zweiten Teil der Hassliste. Der Flugbegleiter-Hassliste. Ja, mir sind nach der letzten Hassliste so einige Themen eingefallen, die ich nicht mehr untergekriegt habe in diesem Video. Deswegen gibt es heute Teil 2. Aber ich muss euch vorwarnen, diese Dinge, die jetzt kommen, sind teilweise super, 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 super eklig. Und ich habe vieles davon zum Glück noch nicht erlebt. Aber Nummer 1 der Hassliste. Menschen, die den Flugbegleitern ihre Kotztüte in die Hand drücken. Die volle Kotztüte wohlgemerkt. Ja, ekelhaft würde ich mal sagen. Wir dürfen das gar nicht anfassen, genauso wie vollgekackte Windeln. Das ist einfach so, weil wir mit Lebensmitteln zu tun haben. Und da ist es nicht so schön, wenn man da eine Kotztüte in die Hand gedrückt bekommt und... ja, dann ist hier vielleicht noch warm und so. Das Schlimme ist, das ist so ein Reflex. Also wenn einem jemand was in die Hand drückt, dann greift man ganz schnell zu, aus Reflex. Und das ist mir eben leider auch schon passiert. Und dann habe ich erst später festgestellt, was ich da in der Hand habe. Und ekelhaft. Nummer 2. Mütter, die ihr Baby auf dem Sitz wickeln. Es gibt einen Wickeltisch in der Toilette. Und ja, es ist leider so, dass die Toiletten oft voll sind. Aber man könnte auch einfach mal fragen, ob man vielleicht kurz vor kann. Das Baby auf dem Sitz zu wickeln ist das Unhygienischste überhaupt. Nicht nur für den Sitz, sondern auch für das Baby. Denn Flugzeuge generell sind echt nicht so hygienisch. Und auf dem Sitz? Oh nee. Das geht nicht. Echt, Leute, nee. Nummer 3. Passagiere, die auf die Toilette müssen. Und das während dem Service. Das ist an sich nicht unbedingt das Problem, denn die Flugbegleiter können natürlich den Wagen vor- und auch zurückziehen. Aber es wird dann nervig, wenn sich der Passagier so press hinter die Flugbegleiterin stellt, also so direkt so, und die sich nicht mal mehr bücken kann, weil dann direkt der Passagier da ist. Und dann rücken die meistens dann so ganz, ganz arg auf die Pelle und versuchen sich am besten noch an dem Trolley so vorbeizuquetschen. Bisschen Abstand halten und einfach kurz warten, vielleicht fragen, Entschuldigung, ich muss mal kurz aufs Klo. Abgesehen davon sieht meistens der Flugbegleiter den Passagier sowieso und wird dann automatisch ausweichen. Also gar kein Problem. Man muss nicht so eng auf die Pelle rücken und schon gar nicht versuchen, sich an diesem riesigen Trolley vorbeizudrücken. Es gibt natürlich zarte Persönchen, die das schaffen, aber einige unterschätzen da ihr Volumen und kippen den Trolley dann fast und das ist echt nicht so cool. Nee. Ja, und jetzt kommt noch was sehr, sehr Ekliges. Das ist mir zum Glück noch nie passiert, aber es gibt auch Passagiere, die in die Galley pinkeln. Das sind oft Passagiere, die keine wirklichen Toiletten kennen, weil sie einfach in Ländern leben, in denen man nicht unbedingt auf die Toilette geht, sondern vielleicht einfach dahin macht, wo man gerade ist. Und ja, diese Menschen sehen es dann auch nicht ein, zu warten, bis die Toilette frei ist, sondern die gehen dann einfach in die Galley und pinkeln dahin. Das scheint leider echt öfter vorzukommen, als man so denkt. Klingt hart, oder? Aber ist so, ne? Ich bin froh, dass ich es noch nie erlebt habe. Und eine Sache, die natürlich Passagiere sowie auch Flugbegleiter hassen, ne, sind die Rückenlehnenrüttler. Denn der eine rüttelt beim anderen an der Rückenlehne, der nächste beschwert sich. Und wer muss schlichten? Die Flugbegleiterin. Man fühlt sich dann ein bisschen wie eine Kindergartenbetreuerin. Und ja, das ist jetzt auch die passende Überleitung dazu, denn im zweiten Teil geht es um die Hassliste der Passagiere. Was regt Passagiere so richtig auf im Flugzeug? Ich bin oft als Passagier unterwegs und ja, es gibt einfach Dinge, die nerven. So ihr Lieben, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Was sagt ihr dazu? Habt ihr sowas vielleicht auch schon mal erlebt? Dann lasst es mich wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video in Teil 2 wieder. Bis dann. Ciao.